Welche Meilensteine gab es denn jetzt schon in der Entwicklung hin zur nachhaltigen Universität? Gab es da schon große Sachen, die gemacht wurden? Große und nicht ganz so große, aber für die Universität auf jeden Fall wichtige Meilensteine. Das ist natürlich einerseits seit vielen Jahren ein Forschungsprofil und Lehrprofil, was sich mit Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen schon befasst. Das heißt, diese Menschen, die das Thema interessiert. Und das ist schon seit vielen Jahrzehnten so. Das ist schon eine lange Tradition. Dann aber konkret natürlich das Thema CO2-Neutralität, was sehr effektiv gesetzt worden ist. 2012 kam es sogar ins Leitbild und das haben nicht viele deutsche Hochschulen. Das ist eine große Herausforderung und ein großes Ziel. Und ja, damit kann man arbeiten, damit muss man arbeiten. Und im Zuge dieser Leitbilderklärung gab es dann ein Projekt, CO2-neutrale Universität. Dort wurden Bilanzierungen erstellt, Maßnahmen vorgeschlagen. In die Umsetzung ist das noch nicht gekommen, denn es zeigte sich auch in diesem Projekt, dass das eben so einfach auch alles nicht ist. Und es ist eine sehr komplexe Materie. Und nun ist der Weg beschritten über Leitlinienentwicklung, Maßnahmenpakete, aber das Ziel weiterhin im Auge zu haben und zu verfolgen. Also die CO2-Neutralität. Dann natürlich die Senatskommission für Nachhaltigkeit. Das heißt, es gibt jetzt ein Gremium an der Hochschule, das sich wirklich nur diesem Thema widmet. Die Position des Nachhaltigkeitsbeauftragten, eine Person, die sich hauptberuflich damit beschäftigen kann. Das Forum Nachhaltigkeit, weiß ich nicht, ob das ein Meilenstein ist. Das habe ich unter anderem mit ins Leben gerufen vor 2 Jahren so etwa. Ist unterschiedlich stark besucht, aber es ist eine Möglichkeit, sich zu treffen, sich auszutauschen, nachhaltige Projekte auf den Weg zu bringen. Zum Beispiel auch die Nachhaltigkeitswoche oder die Woche der Nachhaltigkeit in der Lehre geht letztlich darauf zurück. Es entsteht so etwas wie eine Dynamik. Und kleine Dinge können größere Dinge anstoßen. Ja, was habe ich noch vergessen an Meilenstein? Wir haben die Einrichtung von Studienprogrammen, Nachhaltigkeitsgeografie. Ein ganzes Programm sozusagen widmet sich diesem Thema. Andere Studienprogramme, nicht nur naturwissenschaftlich, haben einzelne Module und Lehrveranstaltungen, die sich der Nachhaltigkeit widmen. Auch das ist unheimlich wichtig. Meilensteine, das klingt immer so groß. Aber es ist letztlich auch die technische Modernisierung im Betrieb. Also eine Universität, die sichtbar Fortschritte erzielt, kann auch wieder, es ist eher so eine Art Billard. Also man stößt was an und dann werden neue Anstöße gesetzt. Es verpuffen auch mal welche im Nichts. Es geht auch mal was schief. Also da könnte ich jetzt noch viel erzählen, aber ich weiß nicht, ob das Meilensteine alles sind.